Die 10 deutschen Kultmotoren, Teil 2. Der erste Teil zu den Motoren von einem bis fünf Zylinder ist ja schon auf YouTube zu finden. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das jetzt angucken oder den zweiten Teil sich angucken und dann den ersten Teil. Ich habe versucht, das so ausgeglichen wie möglich über die Hersteller zu verteilen, was nicht immer ganz geht. Fakt ist, darüber kann man diskutieren und das wird gut. Sechs Zylinder. Und da habe ich mir den BMW Reihensechszylinder ausgesucht. Und da könnte man jetzt sagen, Mensch, hat sich der Alex aber einfach gemacht. Was eine offensichtliche Entscheidung. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es mir gar nicht einfach gemacht. Denn es gibt eben aus deutscher Produktion eine Menge wirklich toller, kultiger Sechszylindermotoren. Ich nenne einfach Nummer zwei, die auch noch in Frage gekommen wären. Zum Beispiel der Reihensechszylinder im Mercedes 300 SL. Immerhin ein Auto, das mal zum Sportwagen des Jahrhunderts gekürt wurde. Und damals in den 50er Jahren, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, schon eine Benzindirekteinspritzung hatte. Großartiges Ding. Bin ich schon öfter gefahren, macht wirklich Spaß. Oder aber ganz klar, Porsche mit seinen Sechszylinder-Boxermotoren. Ich denke da zum Beispiel an den 39 Turbo. Damals der erste Turbo mit einer Ladedruckregelung. Was für ein geiles Auto. Aber der Reihensechszylinder von BMW ist schon ein Synonym für deutsche Motorenbaukunst. Und ich glaube, es gibt kaum einen anderen Motor, der so viele Preise als Engine of the Year und was weiß ich abgeräumt hat, wie dieser Motor. Und deswegen reden wir über den Motor, weil er eben auch toll ist und weil er eine großartige Historie hat. Und für die Historie müssen wir jetzt mal in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gehen. Das ist nicht unbedingt meine Autozeit, das sage ich euch ganz ehrlich. Je mehr Autos optisch Kutschen ähneln, desto mehr bin ich raus. Aber es sind damals halt schon großartige Motoren gebaut worden. BMW 1933 mit dem Typ 303 einen 1,2 Liter großen Reihensechszylinder mit, festhalten, 30 PS. Jo, das ist possierlich. Ja, auch der Hubraum war ja sehr possierlich. Aber damals war das schon ein besonderer Motor, der für seine Laufruhe bekannt war. Und das ist ja auch etwas, wo wir hier drüber reden müssen. So, jetzt machen wir einen Riesensprung über den Zweiten Weltkrieg hinweg. End-60er Jahre. Hippie-Zeit hatte angefangen, aber keine Angst, da reden wir nicht drüber. Wir kriegen auch keine langen Haare und reden über Blumen, sondern wir reden über richtig geile Motoren. Und damals über den BMW Typ M06. Neue Generation, aber ein ganz besonderer Motor. Schön um 30 Grad hier geneigt im Motorraum. Auch bei diesem Motor sieht man hier, der ist geneigt. Der steht nicht senkrecht. Wieso steht er nicht senkrecht? Weil dann die Haube deutlich höher müsste und man ihn natürlich so viel besser im Motorraum unterbringt. Grundsätzlich ist so ein Reihensechszylinder ja von der Raumausnutzung kein idealer Motor. Guckt euch mal an, wie lang die Motorhaube ist. Das hat schon bei bestimmten kompakten Autos seine Probleme, weil du hast wenig Fahrgastraum und du brauchst viel Raum für den Motor. Und ehrlich gesagt, ob du jetzt einen Zwölfzylinder mit zwei Sechszylindern in V-Form hier reinsteckst oder ob du einen Sechszylinder in Reihe reinsteckst, macht zumindest für die Länge kaum noch was aus. Bei der Breite ist schon immer ein bisschen was anderes. Also, der ist um 30 Grad geneigt. Natürlich hier in diesem Fall oben liegende Nockenwellen. Aber damals war das schon was Besonderes. Wir müssen kurz drüber reden. Oben liegende, unten liegende Nockenwellen. Machen wir kurz, ich hol was. Bin sofort wieder da. Oh. Also, das hier ist kein Reihensechszylinder. Das sieht man, das ist ein V8-Motor. Übrigens aus dem Mustang habe ich auch schon mal besprochen. Das Entscheidende ist aber, wir schalten das mal ein. Ja, mal schauen, welche Ventile sich da bewegen. Da, die bewegen sich. Da gibt es hier keine Welle mit Nocken drüber. Also eine oben liegende Nockenwelle, die das Ganze bewegt. Sondern das Ganze wird mit Schlüsselstangen gemacht. Das heißt, unten die Kurbelwelle arbeitet hier die Kolben und dann bewegen hier, wo haben wir sie hier, solche Stangen hier von unten, die Ventile öffnen und schließen. Das hört sich mechanisch schon wie ein Riesenaufwand an und ich kann euch aber sagen, es gibt in Amerika immer noch Motoren, die sowas haben. Auch bei Mustang gibt es inzwischen oben liegende Nockenwellen, aber sowas war lange Stand der Technik. Deswegen war in den 60er Jahren schon eine oben liegende Nockenwelle was ganz Besonderes. Aber das war nicht das Einzige an diesem Motor, die V-förmig hängenden Ventile. So Besonderheiten, wo wir heute drüber schmunzeln und sagen, was, das fanden die damals besonders. Oder die siebenfach gelagerte Kurbelwelle. Ich habe die Kurbelwelle, da habe ich sie mal für ein anderes Blog erklärt Video, ja mal aus so einer Stange hier herausgebogen. Und wenn man sich das anschaut und dann auch die Zündverteilung, die ja hier über die Köpfung kommt, dann auch mal anschaut, dann ist das eben ein besonders ausgeglichen laufender Motor. Und in diesem Fall auch noch siebenfach gelagert. Und damals mit dem M06 wurde die Grundlage dafür gelegt, dass er eben so einen samtigen, so einen ruhigen Lauf hatte.
Und das ist ja das, wofür der Motor auch bis heute bekannt ist. Nicht nur für seine Leistung und für seinen Klang, sondern auch dafür, dass er so ruhig und samtig läuft. Egal, was man fährt, ob man jetzt diesen alten Motor fährt und den genießt, wie rund er läuft, wie der Gas an ihm wieder funktioniert und auch diesen Sound, diesen Sonoren. Oder ob man sich jetzt um so ein neues Aggregat hier kümmert, wie den hier mit 3,2 Liter Hubraum, auch noch ein Sauger. Das sind alles bis heute grandiose Aggregate und das Synonym für deutschen Motorenbau. Wir können uns das hier auch nochmal angucken, wie schön der Motor auch hier drin liegt. Man muss ja ganz ehrlich sagen, da hat BMW ja so ein bisschen verlernt. Die verstecken das ja inzwischen alles. Da kommt so ein Joghurtbecher drüber und du siehst ja nichts mehr. Aber hier bei diesem Z3M, da siehst du das noch ganz genau. Der Motor hat 321 PS. Du kannst hier wunderbar noch sehen, wie der Motor hier schräg drin hängt. Hier habe ich meine Drosselklappen, ja, die kann ich hier über den Zug betätigen. Der läuft jetzt leider nicht, sonst könnte man hier schön noch mit dem Gas spielen. Habe hier meinen Ansaugtrakt, noch ein Sauger. Heutzutage haben wir es bei dem reinen Sechszylinder ja mit einem Turbomotor zu tun. Und für mich war der erste Schritt damals vom Sauger zum Turbo war schon schwierig. Den Sauger habe ich geliebt wegen seiner direkten, unmittelbaren Ansprache. Der hat so wunderbar funktioniert, das war einfach toll. Und da war es erstmal unwichtig, ob der jetzt noch ein paar PS mehr bekommt. Es war einfach wichtig, wie er funktioniert. Und dann kam der Turbo und dann war erstmal so der Moment, Gas geben, warten, ach, jetzt geht's los. Das hat BMW aber in den letzten Jahren deutlich, in den letzten Jahrzehnten kann man auch sagen, deutlich harmonisiert. Aber am Anfang war ich so ein bisschen frustriert, was meiner Faszination für den reinen Sechszylinder von BMW aber keinen Abbruch tut. So, jetzt habe ich so viel über den reinen Sechszylinder geredet, dass ich noch eine ganz wichtige Sache vergessen habe. Einen der bestklingendsten Motoren, in Klammern Autos, aller Zeiten. BMW M1 Procar. Für dieses Auto wurde eine spezielle 3,5 Liter Rennversion aufgebaut mit einem Vierventilkopf. Das war damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre was ganz Besonderes. Da wurden 450 PS rausgeholt aus dem 3,5 Liter reinen Sechszylinder. Das erstmal klingt gar nicht so gewaltig. Ja, da kennen wir heute ganz andere Zahlen. Aber hört euch dieses Auto jetzt einfach mal an. Ich habe da ein kleines Video dazu. Und wenn ihr da keine Gänsehaut bekommt, was soll ich sagen? Ich bekomme sie. Und trotzdem bin ich euch nicht böse, wenn ihr jetzt in den Kommentaren drunter schreibt, nee, mein reinen Sechszylinder, den ich am liebsten mag, wäre der und der. Achtzylindermotor. Und da war die Auswahl jetzt besonders schwer. Was willst du denn da nehmen? Ja, Porsche kommt in Frage, Audi kommt in Frage, BMW kommt in Frage, Mercedes kommt in Frage. Also wir reden ja über deutsche Hersteller. Stellt euch mal vor, ich müsste über amerikanische Hersteller und V8-Motoren reden. Ja, ich habe da so meiner Favoriten. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich mich mit den deutschen V8-Motoren beschäftigen muss. Und ich musste eine Auswahl treffen. Und ich kann euch sagen, der Motor hier ist es nicht. Aber es ist der gleiche Hersteller. Wir machen das kurz mal auf, gucken uns dieses Prachtaggregat hier mal an. Übrigens, wenn ihr euch wundert, wieso ich hier die Haube festhalten muss, der Dämpfer ist kaputt. Aber wir haben vorhin wirklich rumgefummelt und geguckt, hä, wieso hält das nicht? Müssen wir hier irgendwas machen, weil es nicht funktioniert? Dann immer nachgefragt, nee, der Dämpfer ist kaputt. Aber es geht nicht um diesen Motor, sondern es geht um einen Vorgänger dieses V8-Motors. Und zwar den Motor namens M119. Und dafür gehen wir zurück ins Jahr 1990. Pariser Autosalon. Da wurde damals ein ganz besonderer Mercedes W124 vorgestellt. Der 500e. Ein Mercedes mit 326 PS, V8-Motor und 5 Liter Hubraum. Sauger. Das Auto war aber aus mehreren Gründen besonders. Und einer ist ganz besonders. Das war nämlich ein Porsche-Mercedes oder Mercedes-Porsche, wie man es nennen mag. Denn Porsche hatte bei der Entwicklung dieses Autos die Finger drin. Das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Und sie mussten das Auto auch fertigen, weil das in Sindelfingen damals nicht ging. Wieso das denn? Das hatte konstruktive Gründe. War wahrscheinlich vorher nicht so geplant, aber es ging nicht anders. Denn man hat das Auto geplant, gebaut, hat die Kotflügel verbreitert. Ja, wir können uns den
Wagen ja auch nochmal anschauen. Sieht ja wirklich bullig aus, wobei es eher so ein Wolf im Schafspelz ist. Deswegen habe ich den auch ausgesucht, auch ganz speziell mit dem Motor. Aber mit diesen Kotflügelverbreiterungen war er zu breit für die Fertigungsstraße in Sindelfingen. Also hat man bei Porsche nachgefragt und hat gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Könnt ihr denn nicht bauen? Also ist schon mal ein ganz besonderes Auto. Gucken wir uns mal die Technik, die Besonderheiten dieses Motors an. Zum einen ist ein 8-Zylinder. Ist jetzt noch nichts Besonderes, aber ist für mich schön. Wer fleißig Blocherklärt-Videos guckt, der weiß, ich habe ein gewisses Faible für diese Motoren. Es ist ein Sauger. Finde ich auch gut bei einem 8-Zylinder, weil das den Klang noch ein bisschen präsenter, noch ein bisschen reiner macht. Und wenn wir uns diesen Motor hier anschauen, dann haben wir es mit einem Kompressor zu tun. Man kann die 650 PS im wahrsten Sinne des Wortes rauspressen. Der Motor ist auch deutlich unterschiedlich zu dem M119 Motor, über den ich gerade rede. Ja, aber es ist auch ein 8-Zylinder. Was hat er noch an Unterschieden? Zum Beispiel auch zum 500 SL, also dem Basismotor quasi. Naja, er hat 4 Ventile. Die 4 Ventile sind schon mal besser für den Gasaustausch. Im Vergleich zu 2 Ventilen habe ich halt oben an meinem Zylinderkopf einfach mehr Platz, um Frischgas hineinzubekommen und Abgas wieder auszustoßen. Das ist gerade bei einem Hochleistungsmotor sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich anschaut, wie damals die Fachpresse auf diesen Motor reagiert hat, dann war das schon euphorisch. Also amerikanische Presse zum Beispiel, die hat ganz klar gesagt, das ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste V8-Motor, den Mercedes jemals gebaut hat. Und Mercedes hat nun wahrhaftig eine absolute Historie im Motorenbau. Und auch Automotor und Sport hat über diesen Motor damals gejubelt. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Zum einen die Leistung, die er produziert hat. Zum anderen die Art und Weise, wie die Leistung abgerufen worden ist. Und zum anderen auch diese Kombination aus einem auf der einen Seite komfortablen, auf der anderen Seite aber auch sportlichen Motor. 10-Zylinder-Motoren. Eine ganz besondere Blüte, eine ganz besonders emotionale Blüte des Motorenbaus und vor allem inspiriert durch den Rennsport. Wobei viele Motoren waren inspiriert durch den Rennsport. Auch viele 4-Zylinder-Motoren sind quasi daraus entstanden. Und wann war denn im Rennsport eine besonders große V10-Zeit? An der Formel 1, so Anfang, Mitte der 2000er, da sind die mit V10-Motoren gefahren. Ganz, ganz geil klingende Motoren. Und deshalb war es für mich auch schwierig zu entscheiden, welchen 10-Zylinder nimmst du denn? Weil BMW war ja damals auch noch in der Formel 1 tätig und die haben im M5 einen 10-Zylinder-Motor eingebaut. Sauger. Mit über 8000 Umdrehungen hat er gedreht. Unglaublich bissig, wahnsinnig gut geklungen. Es war ein tolles Aggregat. Klar, der wäre in Frage gekommen, aber jetzt hatte ich den reinen 6-Zylinder ja auch schon genannt. Oder Audi. In den RS-Modellen, auch V10-Motoren, wobei inspiriert halt vor allem durch Lamborghini und damit Italien, damit streng genommen gar nicht deutsche Kultmotoren. Und entschieden habe ich mich für den Carrera GT. Aus verschiedensten Gründen. Zum einen ist es einfach ein geiler Motor, wir werden auch gleich drüber sprechen. Zum anderen hatten wir Porsche noch gar nicht mit drin und Porsche hat dann wirklich großartige Motoren gebaut und Porsche hat in so vielen Kategorien jetzt daran gekratzt, auch einer der Kultmotoren zu sein, dass der hier definitiv ja jetzt mal mit drin ist. Und dieser V10 da drin, der ist ursprünglich auch für den Rennsport entwickelt worden. Er sollte an den 24 Stunden Le Mans teilnehmen, dazu kam es dann nicht, aber es kam zu diesem Auto. Und der Motor ist ein Wahnsinnskonstrukt. Es ist vor allem erstmal Mittelmotor. Und zwar ein echter Mittelmotor. Das heißt, der Motor sitzt hinter den Passagieren. Es gibt ja verschiedenste Arten von Mittelmotorfahrzeugen. Das Entscheidende ist, dass der Motor eben zwischen der Vorder- und der Hinterachse liegt. Und wirklich dazwischen und nicht irgendwo über einer Achse drüber. Und jetzt unterhalten wir uns ein bisschen über dieses Wahnsinnsaggregat. 10 Zylinder, klar, in V-Formation. Das heißt, 5 Zylinder pro Bank und 5,7 Liter Hubraum. Es ist ein Sauger, keine zusätzliche Aufladung, Turbo oder Kompressor oder ähnliches. Er hat eine Art Resonanzaufladung, da reden wir aber gleich noch drüber. Aber schon die prinzipiellen Daten dieses Motors, die sind absolut beeindruckend. 612 PS holt Porsche aus dem Motor heraus. Über 100 PS pro Liter Hubraum. Das ist für einen Sauger eine riesige Aufgabe. Für einen Turbo ist das ganz locker zu machen. Selbst kleine Turbos, die schütteln das locker aus dem Ärmel. Aber im Sauger muss da richtig was passieren. Und beim Carrera GT ist einiges passieren. Was muss denn passen? Drehzahl muss passen, die muss hoch genug sein. Drehmoment muss passen, das muss auch hoch genug sein. Unterhalten wir uns erst über die Drehzahl. Die Drehzahl bei diesem Auto, Maximaldrehzahl, liegt über 8000 Umdrehungen. Und damit ich eine hohe Maximaldrehzahl hinbekomme, brauche ich zum einen mal im Motor geringe bewegte Massen. Zum Beispiel Pleuel. Die sollten sehr leicht sein. Die werden ja stark bewegt. Und da sitzen Titanpleuel drin. Die sind sehr leicht, sehr fest, aber trotzdem sehr leicht. Und dann sollte
der Kolben geringe Wege gehen müssen. Wenn der lange Wege gehen muss, ist irgendwie logisch, dass er dann nicht so hoch drehen kann. Und deshalb ist das hier ein Kurzhuber. Wir haben es hier mit einer 98er Bohrung zu tun, 98 mm, aber nur mit einem 71er Hub. Definitiv ein Kurzhubmotor, der auch dafür sorgt, dass er sehr hoch dreht. Okay, das haben wir jetzt schon mal. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch Kraft, weil die Leistung entsteht ja aus der Multiplikation von Drehmoment und Kraft und noch ein paar Faktoren. Nur so nebenbei, bevor jetzt einer einen Taschenrechner rausholt. Und die Kraft bei einem Saugmotor, das ist ein bisschen diffiziler. Weil ich kann ja dort nicht mit einer zusätzlichen Aufladung, Turbo oder Kompressor mehr Druck in den Zylinder hineinbringen, also das Gas mit mehr Druck reinbringen, sondern ich muss quasi mit dem atmosphärischen Druck arbeiten. Ich kann da aber tricksen mit sogenannten Helmholtz-Resonatoren. Und wenn ihr zu Hause euch jetzt mal umguckt und ihr habt da Lautsprecher stehen und in diesen Lautsprechern ist ein Rohr drin, dann habt ihr zu Hause einen Helmholtz-Resonator. Dieses Bassreflexrohr ist nichts anderes als ein Helmholtz-Resonator. Auf einer bestimmten Frequenz im Bassbereich werden die Bässe, die Frequenzen, nochmal verstärkt. Und was heißt verstärkt? Na, die kommen mit mehr Druck raus. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Ich will ja bei einer bestimmten Frequenz, bei einer bestimmten Drehzahl mit mehr Druck in den Motor die Luft hineinbekommen. Und das kann ich machen, wenn ich meinen Ansaugtrakt entsprechend auslege und abstimme, dass dort quasi eine Resonanz entsteht. Wie das genau funktioniert, das habe ich entweder schon erklärt oder erkläre ich noch in einem Video, was ihr nur verstehen müsst. Es muss bei diesem Ansaugen, dass er so gepulst funktioniert, das ist ja nicht ein gleichmäßiger Luftstrom, der kommt, das ist so eine Pulsung, da muss eine Resonanz entstehen, die für mehr Druck sorgt und das Gas mit mehr Druck in den Zylinder hineinbringt. Und so haben wir am Schluss 590 Newtonmeter bei 5750 Umdrehungen mal der Drehzahl und einem Faktor, bevor jetzt einer den Taschenrechner rausholt. Und das Ganze führt zu 612 PS. Und mit dieser Leistung hat der Carrera GT auch was angestellt. Damals, Anfang der 2000er, unter 4 Sekunden, exakt 3,8 Sekunden von 0 auf 100, unter 10 Sekunden auf 200 und eine Maximalgeschwindigkeit von 334 km/h. Ja, da kennen wir heute schnellere Autos, aber damals war das eine absolute Nummer. Und es gibt noch eine kleine Zahl, die ich sehr interessant finde. Er hatte bei seiner Trockensumpfschmierung 9 verschiedene Stellen, an denen das Öl abgesaugt wurde, damit das Auto eben auch besonders hohen Querkräften standgehalten hat. So eine Trockensumpfschmierung mit einem zusätzlichen Öltank, die führt man dann ein, wenn ein Auto wirklich sportlich dynamisch fahren muss. Wenn ich definitiv unter allen Bedingungen haben will, dass genug Motoröl zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu einer klassischen Schmierung, bei der einfach durch die Bewegungen, durch die Querkräfte das Öl wirklich zur Seite schwappen kann. Und dann kann es sein, dass bestimmte Teile im Motor einfach nicht mit Öl versorgt sind. Wird da halt dafür gesorgt, dass der Motor immer mit Öl versorgt ist. Und wieso muss man das tun? Weil er ziemlich Querkräfte erzeugt. Selbst damals, Anfang der 2000er, mit den damaligen Reifen. Heute ginge wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und wie habe ich das erlebt? Selbst in diesem Auto drin. Und ich hatte wahnsinnig Spaß. So, jetzt gehen wir die Finger aus, denn es geht um 12-Zylinder-Motoren. Und zu 12-Zylinder-Motoren, V12-Motoren, haben die deutschen Hersteller eine besondere Beziehung und auch Geschichte. Prinzipiell gelten ja V12-Motoren als die Krönung des Motorenbaus. Unglaublich laufruhig, unglaublich kompliziert, 12-Zylinder mit allem drum und dran. Es sind eben teure, große, schwere Aggregate. Und es gab aus deutscher Herstellung auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg 12-Zylinder-Motoren. Maybach hat zum Beispiel einen gebaut. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich da erstmal keiner mehr rangetraut. Ob das jetzt aus Understatement war oder aus anderen Gründen. Es hat bis 1987 gedauert, bis BMW damals wieder einen deutschen 12-Zylinder-Motor angeboten hat. Den ersten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wäre es logisch gewesen zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir diesen BMW. Ich will ihn hiermit aber einfach erwähnt haben, denn ich habe mir einen anderen ausgesucht. Ich stehe hier vor einem Mercedes, wobei der hier hat keinen 12-Zylinder drin. Der 12-Zylinder bei Mercedes kam ein bisschen später als dieses Fabrikat hier. Ich habe mir den Mercedes 12-Zylinder, exakt genau im S600, ausgesucht, weil der für mich ein ganz besonderes Auto ist in meiner Geschichte als Autojournalist. Weil damit durfte ich damals meinen ersten großen Luxuslimousinentest machen. Es hieß, Alex, komm mal bei mir ins Büro, das ist dein Auto und das sind die Vergleichskandidaten. 12-Zylinder. Und ich so, wow. Ist nicht unbedingt meine Autokategorie. Bin ich locker noch 20, 30 Jahre dafür zu jung. Aber trotzdem war es beeindruckend, damals in diesen S600 einzusteigen. Und in 4,7 Sekunden, so haben wir ihn damals gemessen, von 0 auf 100 zu beschleunigen.
dieses schwäbische Riesenschiff, dieser Luxusliner. Du gehst aufs Gaspedal und denkst, naja, da setzt sich halt was in Bewegung. Aber ganz im Gegenteil, da geht richtig Schub ab. Und das war bei dem Motor interessant, mit so einer winzigen Komponente an Sound. Ja, das haben sie ihm ja wegerzogen, aber mit so einer winzigen Komponente an Sound. Aber wieso ist denn jetzt ein 12-Zylinder-Motor grundsätzlich erstmal so laufruhig? Das schauen wir uns jetzt mal an, da hole ich ein paar Sachen dazu. So, dafür brauche ich mal einen Kreis mit den Zündwinkeln. Und hier die Reihen-6-Zylinder-Kurbelwelle. Schon lange nicht mehr gesehen. Wir fangen bei den Zündwinkeln an. So, da ist der entscheidende Punkt. Bei einem 6-Zylinder-Motor habe ich einen Zündwinkel von 120 Grad. Das heißt, pro Umdrehung der Kurbelwelle wird dreimal gezündet. Bei einem 12-Zylinder-Motor habe ich pro Umdrehung der Kurbelwelle 6 Zündungen. Doppelt so viel Zündungen, was natürlich auch nochmal mehr Gleichmäßigkeit ausmacht. Aber das alleine reicht ja noch nicht. Der V12-Motor ist ja nichts anderes als zwei Reihen-6-Zylinder-Motoren in V-Formation. Und die Reihen-6-Zylinder-Motoren, hier habe ich ja meine gebogene Kurbelwelle, sind ja schon für extreme Laufruhe bekannt. Jetzt kommt nochmal ein zweiter Reihen-6-Zylinder in V-Formation dazu. Und die beiden arbeiten mit doppelt so viel Zündungen pro Umdrehung nochmal zusammen. Und das macht halt diese wahnsinnige Laufruhe aus, wo du wirklich bei einem richtig guten Motor echt das Euro-Stück oder damals das D-Mark-Stück auf den Zylinderkopf stellen konntest, hast den Motor angelassen und das Ganze blieb stehen. Es ist aber nicht nur die Laufruhe, es ist auch die Souveränität, mit der so ein 12-Zylinder-Motor läuft. Und der Motor von Mercedes, der hat mich halt damals wirklich gepackt. Das war als junger Autojournalist etwas, da denke ich bis heute noch dran. Ich habe mir überlegt im Text, das weiß ich noch, wie fängst du damit an, wie steigst du ein? Und ich habe mit so in Superlativen geschwelgt, so von wegen, die Relationen verschieben sich und pipapo. Am Schluss wurde es, das kann ich ruhig nachhinein sagen, ein eher mittelmäßiger Text, weil ich mir zu viel vorgenommen hatte für dieses Auto. Aber es war trotzdem ein beeindruckendes Auto. Und wir gucken uns noch ein paar Details dieses Motors an. Und da gucken wir uns speziell drei Dinge an. Ich fange mal mit dem etwas negativeren Part an, der Testverbrauch. Automotor und Sport hat diesem Auto damals 16,9 Liter pro 100 Kilometer Testverbrauch attestiert. Das ist viel, definitiv. Ja, es ist ein Mercedes S600 in der Langversion gewesen und ich war Teil des Tests. Das heißt, ich war auch einer der Verbrauchsverursacher, aber nichtsdestotrotz war das viel. Das war damals viel und heute ist das besonders viel, weil heutzutage haben auch stärkere Autos einen geringeren Verbrauch. Aber er hat auch ein paar technische Dinge, die anders waren. Zum Beispiel bei den Ventilen. Hat er 2 Ventile gehabt? Nö. Hat er 4 Ventile gehabt? Nö. Hat er gar keine Ventile gehabt? Nee, war kein Wankelmotor oder ähnliches, sondern er hat 3 Ventile gehabt. 2 Einlass- und 1 Auslassventil. Das Auslassventil war ein bisschen größer. Das ist eine Mercedes-Spezialität auch gewesen. Fakt ist, man konnte damit auch den Gaswechsel noch mal verbessern. Wobei prinzipiell 4 Ventile da eigentlich die Lösung sind. Und er hatte eine Biturbo-Aufladung. Das heißt, pro Reihen-6-Zylinder-Bank quasi war eine Aufladung. Sonst hätte man da auch nicht so viel Leistung rausgeholt. Ja, jetzt könnte man sagen, zum Beispiel Carrera GT, der hat doch mit einem Saugmotor über 100 PS pro Liter Hubraum rausgeholt. Und der Mercedes schafft gerade mal ein bisschen mehr als 90 PS pro Liter Hubraum. Wo ist denn da die Botschaft? Naja, der Mercedes-Motor ist ja kein Sportmotor mit Hochdrehzahl. Das ist ja nicht komfortabel, sondern der sollte ja aus dem vollen, feisten Drehmoment leben. Und ich kann euch sagen, das hat er getan. Dieses Auto hatte ich damals nicht nur im Test, sondern ich durfte ihn auch mal ein Wochenende bewegen. Es hat optisch überhaupt nicht zu mir gepasst, aber so wie er die Kraft entfaltet hat, damit konnte ich gut leben. Eins, zwei, drei, vier, 16 Zylinder. Das sind eine Menge Zylinder. Da müssen wir nicht lange rumraten. Um was geht es? Es geht um den 16-Zylinder Bugatti-Motor. Bugatti Veyron 16.4, das Überwerk des Ferdinand Pirch. Und wieso stehe ich hier an einem Bentley? Bentley GT von 2004? Weil da ein W-Motor drin ist, W12. Und der 16-Zylinder im Bugatti, das ist auch ein W-Motor, ein W16. Aber wieso ist das, wie Trump sagen würde, ein Fake-Motor? Weil es kein echter W-Motor ist. Ein echter W-Motor hat 3 Zylinderbänke. 1, 2, 3. Das ist ein echter W-Motor. Der Bugatti-Motor und auch hier der Bentley-Motor hat erstmal 2 Zylinderbänke. Die stehen in einem Winkel von 90 Grad zueinander. So, aber jede dieser Zylinderbänke enthält nochmal einen sogenannten VR-Motor. VR-Motor, das sind Motoren, die auf den ersten Blick eine Zylinderbank
wie Reihenmotoren wirken, aber die Zylinder einen gewissen Winkel zueinander haben. In diesem Fall beim Bugatti-Motor sind es exakt 15 Grad. Aber trotzdem bleiben die noch in einer Zylinderbank. Das heißt, ich habe 4 Zylinder, das sind immer 8 Zylinder pro Hauptbank. 4 Zylinder, die stehen so, und 4 Zylinder, die stehen so, sind aber noch in einer Bank drin. Und deswegen ist das ein unechter W-Motor, was aber jetzt auch völlig egal ist. Es ist eine Menge Anzahl an Zylindern und es sind 8 Liter Hubraum. Aber das allein hat ja noch nicht gereicht. Sie mussten auch noch 4 Abgasturbolader dazusetzen. Denn, jetzt gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte dieses Motors. Und zwar in das Jahr 1997. Da hat Ferdinand Pirch auf einer Zugfahrt, ja, muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, auf einer Zugfahrt in Japan zu seinem Entwicklungschef gesagt, ich möchte einen W18-Motor. Da hat er sich einen Briefumschlag genommen und hat da den Motor drauf skizziert. Das möchte er haben. Und der Entwicklungschef, der ist erstmal ganz blass geworden, aber wenn Ferdinand Pirch das wollte, dann muss man das angehen. Es wurde dann doch kein W18-Motor, aber es wurde ein W16-Motor. Und die Entwicklungstruppe damals bei VW, die hat erstmal nicht dran geglaubt, dass man so einen Motor überhaupt umsetzen kann. Weil Ferdinand Pirch hat sich gewünscht, dass der Motor über 1000 PS hat. Und das Ganze noch straßentauglich. Und der sollte über 400 km/h laufen. Obwohl man ehrlich gesagt gerade mal 350 km/h für machbar hielt. Mit 400 km/h hatte man gar keine Ahnung. Wie sich später bei der Entwicklung auch zeigen sollte, hat das so gewaltige Kräfte auch für das Material, für Schmierungen und so weiter bedeutet, dass die richtig lange daran rumbasteln musste. Aber wie gesagt, Ferdinand Pirch wollte das, also hat die VW-Entwicklungstruppe losgelegt und diesen Motor entwickelt. 8 Liter Hubraum, 4 Abgasturbolader. Und jetzt gucken wir uns mal ein paar Details davon an. Zum einen hat der Motor ein quadratisches Bohrungshubverhältnis. 86 mm mal 86 mm. Das habe ich im Rahmen dieses Videos schon ein paar Mal erwähnt. Das gibt ziemlich genau einen halben Liter Hubraum, was thermodynamisch als in den meisten Fällen optimal gilt, pro Zylinder. Aber dieses quadratische Bohrungshubverhältnis, das hat eben auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Japan, quasi was Magisches, weil auch die Zahl 86 besonders ist. Deswegen gibt es ja auch Toyota GT86, habe ich schon erwähnt, der Bugatti hat es auch. Aber so ein 16-Zylinder-Motor, der hat auch Nachteile, die sich aus großen Vorteilen ergeben. Denn so ein Motor ist grundsätzlich sehr laufruhig. Pro Kurbelwellenumdrehung habe ich 8 Zündungen. Das ist wahnsinnig gleichmäßig. Das bedeutet auch sehr wenig Vibrationen. Und damit aber auch Probleme bei der Klopfmessung. Ich habe ja bei üblichen Motoren Klopfsensoren dran, die einfach feststellen, ob der Motor schon in den Klopfbereich kommt. Also ob sich da Kraftstoff beim Ottomotor selbst entzündet. Und wenn das so ist, muss ja entsprechend auch der Zündzeitpunkt und Ventilsteuer und alles angepasst werden. Aber der Motor läuft so gleichmäßig beim W16, dass das schwer war zu detektieren. Und dann hatten die damaligen VW-Ingenieure ja auch noch ein Riesenproblem. Ich sage VW-Ingenieure, das heißt natürlich offiziell Bugatti-Ingenieure, aber die waren alle von VW. Die hatten ja keine Literatur zu solchen Motoren. Hat ja bisher in der Neuzeit keiner probiert, sowas zu bauen. Das heißt, die mussten sich alles neu erarbeiten. Und dann haben sie extra für diesen Motor eine eigene Klopfmessung entwickelt auf der Basis von einer Ionenstrommessung an der Zündkerze. Und die Klopfmessung musst du durchführen, damit du den Motor eben an seine Leistungsgrenze bekommst. Das heißt über 1200 Newtonmeter Kraft und 1001 PS, wobei diese 1001 PS so eine Marketingzahl waren, denn wahrscheinlich waren es ein bisschen mehr, aber sie wollten halt irgendeinen Bezug schaffen zu 1001 Nacht. Und wo ist jetzt mein ganz persönlicher Bezug zu diesem Auto? Der ist ziemlich groß, denn 2014 hat Bugatti angerufen und gesagt, sag mal Alex, hast du Lust, mit diesem Auto in Ära Lessin, das ist die Teststrecke von VW da in Niedersachsen, über 400 km/h zu fahren. Ich habe ungefähr 2 Millisekunden überlegt und dann ja gesagt. Und die Ära Lessin-Strecke ist legendär, da darfst du normalerweise nicht drauf, weil dort halt die VW-Fahrzeuge entwickelt werden. Die Gerade dort ist, glaube ich, 12 Kilometer lang, nagelt mich nicht fest, aber ungefähr. Und dort durfte ich den Bugatti Veyron 16.4 mit 1001 PS ausfahren. Die Geschwindigkeit, die ich damals erreicht habe, die lag nicht bei 407 km/h, wie ab Werk angegeben, sondern bei 412 km/h. Und die Kollegen von Vox Automobil haben mir damals ein Tempolimit-Schild von 412 km/h gemacht. Das hängt hier in der Klassik-Remise und erinnert halt an diesen Tag, wo ich mit dem Auto so schnell fahren durfte. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. 200 km/h,
das ist heute ja nichts mehr Besonderes. Vielleicht noch für irgendwelche Ausländer, die nach Deutschland kommen und das zum ersten Mal erleben, aber für uns ist das was völlig Normales. 300 km/h ist schon was ziemlich Besonderes, da musst du dich schon sehr konzentrieren. Und bei 400 km/h, da bist du voll im Fokus, als würdest du hier einen Kampfjet pilotieren. Weil die Straße wird so eng und du guckst nicht auf den Tacho, sondern du guckst auf die GPS-Messung und guckst, dass du die Geschwindigkeit immer weiter steigerst und irgendwann bist du bei 412 km/h. Und das ist eben ja, mein persönlicher Bezug damals zum Bugatti. Und die Geschwindigkeit und die Vibrationen, die dabei entstanden sind auf der Straße, die waren so heftig, dass sich die Schärfe bei der Kamera verstellt hat. Und ich kam an, zurück. Und der Kameramann kam zum Auto, guckt auf die Kamera und sagt, das Bild ist unscharf, können wir das nochmal wiederholen? Was? Was? Weil das Problem ist, du kannst es nicht einfach ständig wiederholen mit dem Auto. Ja, der muss erstmal abkühlen. Du hast ja auch einen bestimmten Schlüssel, damit du die Geschwindigkeit freischaltest. Und dann musst du mit Bugatti nochmal reden, ob das auch funktioniert und drum und dran. Und ich bin dann nochmal raus auf die Strecke und bin dann keine 412 mehr gefahren, sondern bei der zweiten Fahrt waren, glaube ich, nur noch 396, in Anführungsstrichen nur noch 396 km/h drin. Aber ich weiß noch ganz genau, wie der Kameramann vor mir stand und sagt, das Bild ist unscharf. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war der zweite Teil zu den 10 deutschen Kultmotoren. Wer den ersten Teil von 1 bis 5 Zylinder nicht gesehen hat, der kann sich den jetzt nochmal angucken. Der steht noch auf YouTube. Wer ihn schon gesehen hat, herzlichen Glückwunsch. Du hast die komplette Serie gesehen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, über die Motoren zu reden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin normalerweise gut in Zahlen. Ich kann mir gut verschiedenste Zahlen von Motoren merken. Aber wenn du dir 10 Motoren mit all ihren Eigenarten und Kennzahlen merken musst, dann bin sogar ich mal raus. Und deswegen habe ich mir den Feierabend jetzt sehr verdient. Ihr aber noch nicht. Wenn ihr noch Lust habt, dann guckt ihr auf unserem Kanal noch ein paar weitere Videos. Gefragt, wenn es um die Besten geht. Jetzt die besten Autos 2023 wählen. Best Cars, die große Leserwahl von Auto, Motor und Sport. Jetzt abstimmen und mit etwas Glück einen von 2 Traumwagen gewinnen.